In der siebten Woche des Kurses Lernen im Netz 2.0 Lernen in einer digitalen Gesellschaft sollen Sie mit den Begrifflichkeiten und Funktionalitäten und vor allem den Unterschieden von Learning Management Systemen und Personal Learning Environments vertraut gemacht werden. Beginnen wir doch zuerst einmal mit zwei Definitionen. Nach Baumgartner, Häfele und Meyer-Häfele versteht man unter einem Lernmanagement-System, Zitat, ein Software-Tool, auf welches im Internet bzw. Internet zugegriffen werden kann und das über eine entsprechende Oberfläche bestimmte Funktionalitäten wie den Aufruf und die Administration von Lernerinnen, Lerninhalten, Übungsaufgaben, Kommunikationstools usw. von einer zentralen Stelle aus ermöglicht. Sie ist die zentrale Schnittstelle einer Lernumgebung zwischen Trainingsanbieterinnen und Trainingskundinnen. Schulmeister stellt folgende fünf Funktionalitäten ins Zentrum seiner Definition: eine Benutzerinnenverwaltung, eine Kursverwaltung, eine Rollen- und Rechtevergabe mit differenzierten Rechten, Kommunikationsmethoden und Werkzeuge für das Lernen sowie die mögliche Darstellung der Kursinhalte, Lernobjekte und Medien in einem netzwerkfähigen Browser. Wenn man diesen grundlegenden Funktionen noch die heute üblichen Funktionen interaktive Elemente hinzufügt, lassen sich folgende sechs zentralen Funktionen anführen. Erstens, die Bereitstellung bzw. Präsentation von Lernmaterialien wie Texte, Grafiken oder audiovisuelle Medien. Zweitens, eine Quizumgebung, mit der Multiple-Choice-Fragen, Lückentexte oder offene Fragen realisiert werden können. Drittens, Kommunikationsmethoden für synchrone und asynchrone Kommunikation, das heißt synchron in Form von zum Beispiel Chats oder Live-Audio- oder Videokonferenzen und asynchrone Kommunikation in Form von zum Beispiel Foren oder einem digitalen schwarzen Brett. Viertens, Tutorinnenwerkzeuge, das heißt Werkzeuge, die für die Bewertung von eingereichten Arbeiten genutzt werden können. Fünftens, Lernaktivitäten, die individuell oder für die Bearbeitung in Gruppen gestellt werden können, wie zum Beispiel das Erstellen eines Glossars. Und sechstens, die Administration. Dazu gehört die Verwaltung des Kurses, indem beispielsweise Funktionalitäten ein- oder ausgeblendet werden und die Vergabe von Rechten und eine Rollenzuweisung für die im Kurs eingeschriebenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Das heißt, salopp gesagt, wer kann was machen. Lernmanagementsysteme werden heute in einer Vielzahl an Bildungseinrichtungen eingesetzt, sowohl an Schulen als auch an Hochschulen und Universitäten. Zudem werden Lernmanagementsysteme auch zunehmend in Unternehmen angeboten, um damit die interne Fortbildung und Weiterbildung der Angestellten innerhalb größerer Unternehmen oder Konzerne zu fördern. Sind Lernmanagementsysteme noch von Ausbilderinnenseite vorgegebene Lernumgebungen und damit verbunden streng genommen auch ein Korsett für Lernende, ist die Personal Learning Environment eine, wie schon die Übersetzung erkennen lässt, persönliche Lernumgebung. Das heißt, das individuelle Einrichten einer Lernumgebung stellt hier den gravierendsten Unterschied zu einem Lernmanagementsystem dar. Es handelt sich dabei also um eine an die eigenen Lernbedürfnisse anpassbare Lernumgebung, in der man selbst entscheiden kann, welche Lernobjekte und welche Form der Kommunikation und Kollaboration man anwenden möchte. Dieser Tatsache entsprechend ist es auch nachvollziehbar, dass es keine universelle, allgemeingültige Definition für eine Personal Learning Environment gibt, da die individuellen Präferenzen für eine persönliche Lernumgebung das schier unmöglich machen. Die zahlreichen, persönlich bevorzugten Lernmethoden in eine Definition zu zwängen, würde den Begriff einer Personal Learning Environment ad absurdum führen. Schulmeister weist auch darauf hin, dass eine Personal Learning Environment nicht zwangsläufig ausschließlich unter Nutzung digitaler, netzbasierter Werkzeuge und Dienste zu sehen ist, sondern explizit auch Bücher oder andere Printmedien sowie der physische persönliche Lernraum, wie zum Beispiel der Schreibtisch, Teil der Personal Learning Environment sein können. Hier sei auf eine Gegenüberstellung von Klaus Seitz hingewiesen, aus der die Unterschiede zwischen LMS und PLE nochmals klar hervorgehen.
Ein Lernmanagementsystem ist kurszentriert, webbasiert, wird vom Bildungsanbieter kontrolliert und stellt ein geschütztes System dar. Es bietet vom Plattformanbieter vorgegebene Funktionen, die Struktur und Organisation werden vorgegeben und die Lernenden werden zum Großteil als Konsumenten verstanden. Eine Personal Learning Environment dagegen ist nutzerzentriert, nicht klar definiert, sie wird vom Lernenden selbst kontrolliert und ist als offenes System mit vielen Schnittstellen zu verstehen. Die Dienste und Funktionen können durch die Lernenden erweitert werden und es stellt höhere Anforderungen an die Lernenden, da die Lernumgebung selbst strukturiert werden muss. Der Web 2.0-Idee entsprechend werden die Lernenden hier auch zu Produzenten.